In diesem kurzen Video möchte ich den Zitationsstil der Professuren für Linguistik am Institut für Germanistik der TU Dresden vorstellen und zeigen, wie man diesen Stil direkt in Zotero importieren und dann gleich damit arbeiten kann. Ich habe hier meine Zotero-Bibliothek. Ich kann über Einstellungen den Reiter Zitieren aufrufen und sehe hier die Stile, die bereits installiert sind und kann über zusätzliche Stile erhalten das Repositorium aufrufen und hier einfach mal nach Dresden suchen, dann sehe ich, dass unsere Professuren nicht die einzigen sind, die Zitationsstile bereitstellen. Mir soll es aber speziell um diesen Stil hier gehen, Linguistik. Ich klicke drauf und schon ist er installiert. Ich nehme noch zusätzlich dazu den Stil der Kolleginnen der Professur für Medienwissenschaft und NDL, die mit dem sogenannten Fußnotensystem arbeiten, das ich auch noch zeigen möchte. Auch hier klicke ich drauf und es ist schon verfügbar. Ich kann jetzt hier schließen und kann in einem Word-Dokument also gleich damit arbeiten. Ich habe mal einen Aufsatz über Wutreden geschrieben und kann hier über den Reiter Zotero, wenn ich das Plugin installiert habe, eine Zitation einfügen. Dann muss ich hier zunächst den Stil auswählen, mit dem ich arbeiten möchte. Ich nehme jetzt diesen hier, klicke drauf, Wutreden. Das ist der falsche. Wutreden. Nehmen wir nochmal hier die Seite 15 folgende. So sieht es dann aus. Und ich habe auch, wenn ich das möchte, gleich hier das Literaturverzeichnis. Gut, wenn ich jetzt hingegen eine literaturwissenschaftliche Arbeit schreiben möchte und das Fußnotensystem einsetzen möchte, kann ich einfach hier über Document Preferences den Stil ändern. Ich nehme diesen hier als Fußnoten. Man kann auch als Endnoten ausgeben, aber Fußnoten ist, denke ich, gut. So, und dann nehmen wir noch das Leerzeichen raus. Dann haben wir hier in der Fußnote die bibliografische Angabe, so wie es eben verlangt wird, in genau dieser Form. Und auch das Literaturverzeichnis ist entsprechend formal angepasst. Noch eine Sache möchte ich kurz zeigen, und zwar kann ich hier über die Einstellungen unter Export dann hier ebenfalls einen Stil auswählen, mit dem ich arbeiten möchte. Falls ich mal in ein anderes Programm bibliografische Angaben exportieren möchte oder per E-Mail oder so verschicken möchte. Hier ist also jetzt Linguistik eingestellt, das ist gut. Jetzt kann ich hier zum Beispiel mit Command, Shift und C die Quelle rauskopieren und hier in einem Textdokument sieht es dann so aus. So, genau. Oder ich kann auch das einfach direkt per Drag and Drop rüberziehen. Das soll auch möglich sein. So. Das wäre es schon von meiner Seite. Vielen Dank.